Come on. Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Zeitraffer und Superkrass. Hier seht ihr gerade, ich habe gerade nochmal schnell einen Miners-Rucksack hergestellt. Vorher hatte ich so ein Forestry-Ding gemacht. Ich wusste nicht, dass die Dinger ja nur ihre Art von Zeugs aufnehmen. Also der Miners-Rucksack nur Miners-Zeugs, also so Ores und Eisen und so. Und der Forest-Rucksack anscheinend nur Holz und Bäume, Saplings und sowas. Na gut. Auf jeden Fall bin ich hier wieder auf der Suche nach einer schönen Höhle. Was ich dann irgendwie dann doch relativ schnell eigentlich, aufgelöst hat. Also ich bin dann hier in diese kleine Höhle reingegangen, hatte sogar diesen Hive gefunden, diesen Höhlenhive. Bin ich kurz hoch, weil ich Schafe gehört habe, Wolle geholt und mir einen Scoop da gemacht. Hab das abgebaut und hatte noch ein paar Bienen sozusagen für Kunga, die ich ihm auch, glaube ich, relativ zügig vorbeigebracht habe. Und das Coolste an diesem Zeitraffer-Video ist, es kommt gleich, also jetzt habe ich erstmal das schnell vorbeigebracht, zack, zack, zack. Und jetzt habe ich die Quarried Stones endlich gefunden. Endlich, endlich, endlich. Super geil. Das, wonach ich halt ewig gesucht hatte, wovon ich auch gesprochen habe, diese schönen weißen Steine. Und mit denen baue ich auch das wunderschöne Haus in der übernächsten Folge im Zeitraffer-Video. Ich habe mich dazu entschlossen, das im Zeitraffer-Video zu machen. Ich glaube, das wird euch auch gefallen. Also mir gefällt es richtig gut. Es hätte übrigens 6, 7 Folgen gedauert. Also ich habe 2 Stunden nochmal aufgenommen sozusagen, also gebaut. Das war zwar nicht alles Haus, auch so ein bisschen nochmal anderes Zeug holen, aber mindestens mal 6 Folgen hätte es gedauert, ich das Haus fertig gehabt hätte und das wäre schon scheiße gewesen, denke ich mal. Und das Haus sieht richtig cool aus, freut euch übernächste Folge drauf. Bislang ist es noch, also jetzt seht ihr das nicht in der Folge, auch in der nächsten noch nicht, aber danach. Und dann habe ich ja hier, Kilian war mit auf der Karte, der hat auch gerade irgendwie ein bisschen gelootet oder keine Ahnung, was der gemacht hat. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mit Kilian und mit Debitor auf. Und ich musste hier ständig noch auf Skype und überall hin und her schreiben, deswegen sieht man kurz mich immer rumstehen und das war's schon. Yo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech Town. Diesmal zusammen alleine mit dem Kilian. Wo bist du denn? Zusammen alleine mit dem Kilian. Ich bin hier. For your hood. Ich meine, alleine mit nicht ganz Porkchop, sondern nur dem weisen, ja, blonden, ja, genau, Kilian. Ja, so einfach. Dem weisen, blonden. Okay. Ist ja interessant, was du hier schon für Maschinen alles für Railcraft aufgestellt hast. Ja, Mann. Hier diesen fetten Coke-Ofen brauchte ich jetzt, weil ich hier dieses Kerosot-Öl hier doch für diese Schienen brauche. Was richtig blöd ist, man kann keine normalen Tracks mehr herstellen. Du brauchst... Wie? Na, du musst... Gar nicht? Nee, für Steve's Card brauchst du dieses blöde Öl. Also du kannst ja mal Track eingeben und nachgucken, wie man das... Ach, das sind andere, die fahren nicht mehr auf den normalen. Ja, ne, die heißen Tracks, das steht... Ich weiß gar nicht, ob da sogar Minecraft drunter steht, aber du kannst... Das normale Rezept, ja, funktioniert nicht mehr. Hä? Ja, das ist ziemlich scheiße eigentlich. Aber egal, ich hab jetzt... Das ist ziemlich... Hä, hey, aber warum, was brauchst du dafür? Ich brauche halt dieses Öl. Mit diesem Öl, warum, kann ich, diese Holzplanken machen, die nennen sich dann Ties. Ach, die Holzplanken, dafür braucht man Öl. Ja, dafür brauche ich Öl, ja. Und die Schienen, die muss ich in einer Rolling Machine irgendwie rollen. Also pressen, ja, oder wie auch immer. Ich nenne es halt Rolling Machine. Ich glaube, du kannst da aber auch die Kapseln damit machen. Oder war das ein anderes? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist ja krass. Ah ja, ich wollte dir ja noch was schaffen. Genau, also der Kia macht jetzt mal mit, um mich so ein bisschen zu unterstützen. Der hatte nämlich Lust drauf. Finde ich sehr schön, da freue ich mich sehr. Ja. Du sagtest ja eben schon, du hast Enderperlen, ne? Wie viele hast du? Ich habe neulich noch ein paar, warte mal. Wo muss ich Mob Drops? Hier muss ich reingucken. 4 Stück habe ich. Wenn du uns die leihen würdest, können wir wiederum so eine Safari-Net-Kapsel bauen. Und das? Und dann damit einen Enderman noch einfangen und dann in so einen Autospawner wiederum die Kapsel reinsetzen und dann durch einen anderen Mob-Spawner erzeugen wir diese Essenz, weißt du? Aha. Diesen Saft und dann spawnen wir wiederum Endermänner, wofür wir wiederum die Kapseln kriegen, die Enderperlen. Oh, das klingt voll abgespaced. Und weil wir brauchen ja einiges an Enderperlen für die Ender-Query. Ja. Wie auch für unseren Reaktor, ich muss hier nochmal gucken, da hat jetzt noch wer anders was anderes geschrieben, dass noch was anderes schnell ist. Aber für die Ender-Query sind halt Enderperlen wichtig. Ja, nee, klar, könnt ihr nicht nehmen. Macht, da brauchen wir eine Menge. Also einfach nehmen und dann hinschreiben. So, lustig war Andi, ja, die Schilder stehen immer noch hier. Hallo Leo, ich habe mir Redstone von dir geliehen, bitte sei nicht böse. Und dann dachte ich so, toll, es spielen ungefähr 11 Leute neben mir noch in diesem Projekt mit. Wer war das jetzt? Also, aber Andi hat mir das irgendwie im Vorfeld, ist mir dann eingefallen, auch noch gesagt. War das nicht Däum? Oder war es Däum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Däum und hat sich irgendwie 2 Redstone geholt oder toll. So. Ich habe aber, warte mal, ich kann mal nachgucken. Ich habe 21 Redstone-Blocks
Und dann noch mal. Was? Ja, Mann. Alter, wie viel du hast. Ey, warte, was wollte ich hier noch mitbringen? Brauchst du auch noch diesen neuen Baum von Kunga? Also der sieht jetzt nicht so besonders was aus. Was kann denn der? Darüber habt ihr euch doch irgendwie unterhalten. Was kann denn der neue Baum von Kunga? Kann der was? Deswegen, also. Ich weiß nur, dass... Egal, ich bring dir erstmal den, den du auf jeden Fall haben wolltest. Wieso steht denn hier ein Schild mit W? Hast du das denn gestellt? Nein, ich hab nicht hingestellt. Steht ein Schild. Ich bin unschuldig. Nee, guck, ihr habt ja diese Slime-Dinger. Die sind cool, weil Slime-Balls sind auch recht praktisch. Die kann man immer gut brauchen. Was ist das? Achso, das ist jetzt der... Ah, sehr geil. Kann ich aber irgendwie... Hä, den kann ich nicht mit Bone Meal verschnellern. Ja, ich glaube mit Bone Meal dauert... Ja, hier hast du schon mal drei Blöcke von einem, den ich finde. Und da kriegst du dann neun Slime raus? Nee, vier. Ah, das ist ja cool. Nee, das ist sehr praktisch. Oh. Sehr, sehr cool. Das ist gut. Cool. Muss einfach mal warten, bis die wachsen. Ja, nee, das passt ja. Dankeschön. So, dann würde ich mal sagen, ich nehme noch das Card. Hast du die Tracks ready? Ja, die Tracks habe ich dabei. Gespannt. Das Card habe ich auch dabei. Also, wo hast du die Enderperlen? Da genau. Nee, in der dritten von. Da oben steht Mob Drops. Dann der. Ach, ja, die Scheiben wollte ich nicht wegmachen. Zack, und geklaut. Sehr gut. Gut, dann ich würde sagen, ich baue das nämlich diesmal jetzt schon gleich drüben auf mein neues Grundstück, wo das Haus. Ich wollte gerade sagen, ist das dein Vorbau? Ja, aber das werde ich nochmal abreißen. Ich habe ja jetzt endlich Quarried Stone, der weiß ist, und den werde ich dann nutzen. Aber die Form behältst du, oder was? Ja, so ungefähr. Ja, bin ich mal gespannt, was stattfindet. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin noch nicht so, also eigentlich gar nicht zufrieden mit der ganzen Geschichte. Muss ich mal schauen. Aber alles ist besser als deine Holzhütte. Ey, komm, die Holzhütte ist cool. Swag. Vor allem, wie das alles davor rumlungert da. Das so, wie weit kann denn der Harvester drumherum abbauen? Ja, nur ein Block bislang. Ich kann später noch den... Echt? Achso, kannst du upgraden. Ja, den will ich später brauchen. Hoffentlich Diamanten, glaube ich. Mach ich später noch. Dann kann der zwei Blöcke neben der Schiene machen. Willst du die Schienen liegen? Nee, warte mal, wie machen wir das? Ja, denn? Du musst ja wissen, wie du das erstmal haben willst. Ich habe 64. Na, ich mache halt ein paar S-Kurven und dann ist gut. Warum S-Kurven? Also. So eine langen S-Kurven. Ja, also ich halt. Ja, nee, ist halt die Frage, wie du das Feld, in welcher Form du es anlegen willst. Warte mal, ich baue es hier hin. Ey, also so Schleifen, war. Ne? Wusstest du das? Was? Hier ist eine Ölquelle. Aber eine kleine, glaube ich. Man kriegt da mal Wither-Effekt, wenn man reinfällt, ist voll fies. Ja. Vor allem dann wabbelt alles und. Aber nur voll kurz, war nicht so alt, nicht allzu lange. Ja. So, nee, warte mal, was. Ich wollte das. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das Wasser, wenn ich Wasser mache, geht es vier Blöcke weit. Ah, jetzt brauchen wir nur noch eine Gas-Tier aus dem Nether. Und dann? Ja, dann können wir diese Kapsel bauen für das Safari-Nest. Ach so, ja, eine Gas-Tier ist irgendwie immer nicht. Aber so. Aber meintest du nicht, es hat nur einen? Eine Reichweite? Ja, und in der Mitte ist ein Wasserkanal. Ach so, okay. Aber ich muss mal gucken, ob die Schienen jetzt reichen, sonst muss ich noch mehr machen. Ich glaube, ich mache es doch ein paar Mal hin und her, damit es richtig groß ist. Und dann habe ich wahnsinnig viel. Und dann habe ich nämlich auch ganz viele Samen. Und diese kann Samen. Und die kann ich dann nutzen, um für dieses ganze Bienengedöns, da braucht man die auf jeden Fall noch. Die gebe ich dann Kunga. Okay. Immer wenn ich Bienen finde, gehe ich immer gleich zu Kunga und stelle die ihm in der Kiste vor der Bude und sage, na, du kannst schon was damit anfangen. So, warte mal. Wie es geht. Genau so läuft das. So. Scheiße, es fehlen tatsächlich ein paar. Aber ich kann schon mal das Ding hier hinstellen. Ach, und den Cargo Manager, den brauche ich. Da der entlädt. Ah ja, aber es sieht so ähnlich aus wie bei uns. Also es hat jetzt nicht viel, es hat nur das Basic Solar, die Basic Solar. Ach, der macht das sogar von selbst. Was denn? Hier, dass der das auch selber haut, oder hast du das gemacht? Nee, das macht er ja. Aber das hat er früher, meine ich, nicht gemacht. Ja, es hat sich vieles verändert. Also auch gerade mal, wie man so ein Ding herstellt, das kann ich dir gleich mal zeigen. Warte mal, wir müssen den... Ja, wie mit den Schienen, ne? Coal Engine ist nur Medium, Ich hol mal kurz einen Eimer von uns. Ach so, den Cargo Manager habe ich noch gar nicht gemacht. Den muss ich noch herstellen. Scheiße. Aber das kann ich dir mal kurz zeigen, diesen Assembler. Warte kurz, ich hole kurz einen Eimer. Eigentlich habe ich immer einen mit. Ach doch, ich habe da einen mit. Ich bin blind. Den gab es bei euch, also als ihr das bei Tech Town gab es den noch da, nicht, doch, war? Da gab es auch so eine komische Crafting Bench auf jeden Fall. Doch, da war auch so ein Ding, was so eine Stunde durchlief. Genau. Doch, sowas hatten wir auch. Ich glaube, ihr hattet viel mehr drin als ich. Ich habe echt nur das Allerwichtigste drin. Da links steht das Teil. Ja, genau, das war das. Das sieht aber noch ähnlich aus. Cargo. Ich finde die Trophäe richtig geil. Ja, ich weiß gar nicht, wie das kommt oder so. Aber das ist einfach random, dass bei den Mobs sowas gedroppt wird. Okay. Einfach random. Okay, ich brauche Iron Plates. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie stelle ich das denn jetzt her? Okay, da brauche ich Eisen und ganz viel Chestplates.
Iron Blades, was ist das denn? Ja, das ist irgendwie ganz schön abgefuckt. So, warte mal. Wie stehe ich nochmal? Ich verteile schon mal Wasser da, ne? Ja, das wäre cool. Das ist voll nett, dankeschön. Holz brauche ich, Holz brauche ich, Holz brauche ich. Ey, und voll cool, weißt du was? Ich kann auf meine Lumber-Ex kann ich auch noch einen Modifier drauf machen, dass der direkt Charcoal draus macht. Ja, dann. Das ist sehr, sehr... Ja, direkt, also ich gehe in den Dschungel, hau einen Dschungelbaum ab und hab einen Stack lang. Also ganzen Baum und kriegst für alles Charcoal. Ja. Krass. Und was auch richtig cool ist, ich kann halt auch diesen gleichen Modifier auf Spitzhacken machen. Und dann bekomme ich halt dann gleich den Ingot raus. Was mich aber jetzt interessieren würde, ob denn auch der Luck-Effekt, also der Fortune-Effekt sozusagen, funktioniert bei der ganzen Aktion. Also ob ich, wenn ich dann das sozusagen nutze, auch gleich mehrere Ingots rausbekomme. Wenn es das schmilzt und gleich noch den Glückeffekt macht, das wäre ziemlich, ziemlich geil, weil dann hätte ich einen ganzen Gewinn bei der ganzen Sache. So. Machst du gerade noch Schienen, oder was? Nee, also das müsste ich euch auch machen. Aber das kannst du ja machen, wenn du es möchtest. Warte, und zwar, ich mach kurz das Wasser fertig, dann ich hab, kannst du mir sagen, was ich machen soll. Weil Schienenteile habe ich 36, das reicht auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Aber diese Wooden Dingsbums Ties, die in der Mitte müssen, diese Holzplanken, die muss man... Wasser hat er und Seeds kann ich gleich auch nochmal holen. Also es fehlen jetzt eigentlich nur noch Schienen und Seeds. Ja, Seeds habe ich auch noch ein paar bei mir rumliegen. Also. Also ihr könnt euch dann auch bedienen. Ich werde das bei weitem nicht leer kriegen, wenn der da einmal richtig angelaufen ist. Ja, war ja mal. Halt, die Sache war bei uns irgendwie verschwunden. So, was muss ich machen? Ich gebe dir drei Eimer, oder die liegen jetzt da. Die füllst du mit diesem Öl auf und dann machst du einfach diese Wooden Tie. Die macht man aus drei Slabs und oben drüber diesen Eimer mit dem Öl. Okay. Mehr ist das erstmal nicht. So, und jetzt brauche ich, also ich brauche vier Huge und vier Large Planes. Was ist? Slabs müssen drunter sein, ne? Ja, Slabs, genau. Ach, shit, jetzt bindest du das Ding ja. Na, warte, mach ich mir schnell mal noch. Alter, wie wenig da rauskommt. Alter. Wo stelle ich das Ding hin? Hier mal hin. So. Ich hoffe, das ging so. Zack, zack, zack. Ich ganz normalen Track, ne? Ja, Track. Vier Stück brauche ich davon, okay. 1, 2, 3, 4. Voll geil. Und dann brauche ich noch einen von diesen Redstone-Dingern. Ey, krass, der Cargo Manager ist doch gar nicht so teuer. Hätte ich jetzt erstmal nicht so ganz erwartet. Ich dachte, es wäre noch mehr. So. Und dann muss ich das irgendwann automatisieren. Na gut, das... mal schauen. Aber eine Kiste und eine Pipe und so, das daneben stellen, das geht ja noch eigentlich. Das ist ja billig. Inwiefern automatisieren, dass es in dein Haus kommt? Nee, also das ja auch, das dann irgendwann auch, weil das Haus kommt ja auch daneben, aber ich meine, erstmal geht's darum. Wo hast du Eisen? Da oben links sind Blocks, genau. Wie du einfach alles in Blocks packst. Ja, das liegt an dem, an der Smeltery, der gießt Blöcke halt einfach immer. Ja, das ist, ich kann das auch in Ingots gießen, dauert aber halt neunmal so lange. Das muss ich in der Rolling Machine machen, ne? Die Eisenstreben. Die habe ich noch, Entschuldigung, warte, ich habe welche. Die habe ich nur noch gar nicht gegeben. 36 liegen da. Dann mache ich dir deine Blöcke wieder. Geil. So, dann habe ich nämlich auch den Cargo Manager fertig. Was sehr cool ist, und dann kann ich den nämlich auch nochmal erklären. Der hat sich aber auch nicht verändert. Aber irgendwas, dann war die schon relativ neu, die Version. Ich weiß gar nicht, wann die das geupdatet haben, aber anscheinend gab sie bei Tekton ja dann schon, so wie sie jetzt ist. Den Cargo Manager? Ja, nee, also. Ja, doch. Also, die ganze Version, dieser ganze Assembler, der scheint ja. Der meinte. Ja, der war, das stimmt. Der war neu, hieß es in dem Tutorial, was ich mir dazu angeguckt habe. Oder das Tutorial war nicht so aktuell. Naja, ja gut. Damals war alles irgendwie mal neu. Yeah. Nicht so böse. Alter, die sind ja voll aggro hier alle. So. Warte, soll ich dir mal deine... Warte, ich gehe zu mir, schlafe, bring noch Seeds mit und du gehst ausschlafen, weil sonst fährt ja das Gerät auch nicht. Ja, ich muss aber... Na, Kohle, wenn du Kohle reinpackst, läuft auch in der Nacht. Meine Güte. Ja, ist ja unnötig. Ich muss jetzt erstmal hier abhauen. Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ja, bin auch gleich da. So... Mann, die greifen mich alle an. Ich bin im Bett. Ja, ich brauch zu lange, ich kann nicht mehr sprinten. La 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 la. Killian ist noch sleeping. 33%. Du ergibst 33%. Ja, geil, ne? Ja, schon ziemlich geil. So.
Und so. Jutti. Eiweinfrei. Dann machen wir das. Ey, dann cool. Dann haben wir das auf jeden Fall nochmal in dieser schönen Folge geschafft. Es geht richtig gut voran. Also, Offscreen kommt auf jeden Fall komplett gut an, muss ich echt sagen. Also, da ein bisschen was vorbereiten ist sehr, sehr, genau. Sehr praktisch. Was wollte ich dir mitbringen? Seeds? Den Cargo Manager, den stelle ich mal hier drüben hin. So, welche Seite zeigt denn jetzt nach da? Gelb. Okay, nee, das wollte ich nicht. Also der entlädt. Wie bitte? Der entlädt, das Maschinchen. Was ist entlädt? Der Cargo Manager. Der macht alles. Cargo Manager. Der lädt Kohle rein, der lädt Samen rein, der lädt Getreide aus. Du kannst alles mit dem machen. Also, warte mal. Jetzt müssen wir Change Port. Okay, also der pumpt vom Cargo Manager ins Inventar Samen. Das stimmt. Oder kann ich nur auf den Farmer umstellen? Currently Seeds. Genau. Und dann kann ich jetzt aber noch Getreide aus dem Cart. Und zwar aus dem. Dürfte eigentlich das Storage sein, in den Cargo Manager machen. Genau, so dürfte das funktionieren. Und dann könnte ich noch Kohle hier reinlegen, dass er auch Kohle reinmacht. Die kann ich mal ein bisschen was holen. Und das Ganze kann ich jetzt noch an eine Kiste anschließen. Oder ja, aber sogar, du musst ihn doch nachts nicht laufen lassen, weil nachts wächst doch gar nichts. Ja, na gut, dann ist halt die Engine für umsonst eigentlich, aber. Ja, aber deswegen, das ist Schwachsinn, dann Kohle reinzumachen, weil er fährt und nachts, also wenn Licht ist, ne? Glaube ich. Stimmt eigentlich. Also ich kann Lampen noch hinstellen, dann würde es auch gehen. Ja, genau. Aber ja, ich weiß es gar nicht. Doch, doch. Also man kann auch in Höhlen Getreide anpflanzen. Ja, stimmt, hast recht. Das funktioniert ja. Aber erstmal will, also eigentlich ja. Macht es ja tagsüber schon recht viel. Reicht. Könntest ja natürlich auch noch besprenkeln, wie bei uns. Damit wächst es richtig schnell. Echt? Wie schnell? Na gut, aber dann also, ich weiß nicht, aber ich habe schon das Gefühl, es ist dadurch deutlich schneller. Müsste ich nochmal alles umbauen. Aber das mache ich vielleicht dann, wenn ich den besseren Harvest da vorne ran mache. Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja jetzt schon mal eine relativ große Fläche, die ich so nicht mehr Samen manuell. Ach so, stimmt, ihr habt ja selber ein Getreidefeld. Was meinst du? Samen, ja, ich habe unglaublich viele Samen, Seeds, ja. Ich habe immer noch 2,5, 6 hier. Cool. Okay, gut, dann muss ich mein Inventar mal lernen. Mein Getreidefelder kann ich ja dann hier auch abbauen, dann sind die optisch auch nicht mehr so im Weg. Was macht ihr zurzeit? Was kann man vielleicht bei euch noch machen oder helfen? Gar nichts, wa? Gerade nicht. Ich muss mir mal eine Gas-Tier besorgen. Ach so, ist kein Jetpack, ne? Nee, aber wollen wir das mal machen? Ich komme mit in Nether. Aber ich meine, du kannst halt nicht fliegen. Beim Gas ist es halt relativ witzig, wenn du mit dem Jetpack fliegst, du einfach in den Reihen, oder? Ja, ist voll, ne? Scheiße. Voll lame, ey. Ich halte die Kamera. Hast du überhaupt unseren Reaktor schon gesehen, nee, wie der fertig ist? Nee, das ist eine Idee. Den gucke ich mir mal an. Komm schon mal rüber. Ist jetzt voll der Spoiler, glaube ich. Wobei. Ich weiß nicht, ob die Folge, weil Dolm ist gerade halt eine Woche im Urlaub. Ja, das stimmt, wenn er jetzt im Voraus aufgenommen hat. Ui, voll Exclusives hier, ey. Ja, ich glaube, er ist schon fast fertig in der aktuellen Folge. Warte mal, also das muss raus. Ey, krass, wozu kann man den Miniature Red Heart, ach, das ist Tinker's Construct. Damit kannst du dir, stimmt, der ist ja auch hier drin, du kannst dir doppelte Anzahl an Herzen machen. Was? Das ist ja geil. Warte, wie hieß denn das? Miniature Hair Heart Dings oder so, habe ich eins gekriegt? Container irgendwas. Wie heißt denn das? Heart of Low Level Heart Canisters. Warte, wie heißt das? Canisters. Canister? Ja. Wie schreibt man das denn? Mit C-A. Canisters. Warte mal. Ah, hier. Red Heart Canister, das musst du dir machen. Und dann? Dafür kriegst du pro Kanister, den du irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo der hinkam. Permanent Health Increasing. Genau. Accessory. Und wo packe ich den hin? Muss ich den essen? Das weiß ich gar nicht mehr. Man musste mal im Singleplayer testen, wie das hier ist. Bei hier Hexit, bei Hero war das auch. Ach, das dabei. Ist ja voll cool, Mann. Das klingt richtig gut. Dafür kannst du das benutzen. Gut, dann gucke ich mir jetzt nochmal den Raktor an. Dann sind wir nämlich schon wieder bei 17 Minuten Grad. Dann ist das gut. Kommen Sie rüber, schauen Sie rein, schauen Sie raus. Ich habe übrigens noch Schienen von denen. Kommen Sie rein, schauen Sie raus, heißt es doch. Oh ja, okay. Kommen Sie rüber, kommen Sie rein, schauen Sie. Nee, ach, keine Ahnung. Woher kommt das denn? Genau, ich weiß es nicht. Ich gebe dir auf jeden Fall deine Schienen und deine Becher zurück. Deine Becher, deine Eimer. Hier, was warte. Ist eigentlich dieses rote Gedöns, was bei warte, euch da warte, ans Meer warte, läuft? Blut, oder? Das Blut. Ja, ich denke auch, es wäre Blut. Also, ich dachte ich auch als erstes Mal. Das ist geschmolzener Redstone.
Echt? Wie kann man denn Aber Redstone? die Scheiße ist doch viel schöner. Das ist echt scheiße? Was ist, nee, das ist doch dieses Kerosot-Zeug, war? Oder Das ist dieses. Sludge, glaube ich. Nee, warte mal. Also Das ist irgendwie so ein Bio-Zeug. Ja, genau, das kenne Sludge. ich, ja. Ist das, heißt das Sludge? Ich glaube, es heißt anders. Nee, ne. Na gut. Aber wo ist. Oh fuck, ich sterbe gleich. Nein! Stirbst du echt Nein, daran? oh, ein halbes Herz habe ich nur noch. Boah, meine Hast du Güte. nichts zu essen? Ja, warte, ich habe nur noch. Also jetzt fehlen mir noch drei Keulchen. Hier. Regenerieren tue ich noch nicht. Hier. Hier. Da ist er. Nimm. Oh, es reicht. Nee, Ja, zwei. ich habe ja reichlich Du hast ja Brot. ein fettes Feld hier. Meine Güte. Ja, ich glaube, das mit den Sprenglern und so, das mache ich noch später. So, euer Reaktor wird mit Redstone. Ja, genau so sehen die Dinger aus. Cool, Mann. Richtig cool. Wenn du, Alter, warum ups, leckt das? Leckt das so oder bin ich das? Ach, das ist du die läufst so schnell Roadway. auf dem, auf dem Weg. Das ist ja Wenn du hier cool. vorne stehst, Wie vorne? Was ist denn hier, vorne? da wo ich bin, Wo bist du denn? andere Seite. Achso, da. Leo ist blind. Hier, wenn du aufs Rote klickst, da siehst du die Steuereinheit. Jetzt ist geradeaus. Ich kann ihn ja mal kurz anmachen. Ja, genau. Das habe ich schon mal im Tutorial gesehen. Krass. Okay. Was passiert Ne? jetzt? Gar nichts? 20 Grad? Gar nichts. Aber ich Aber. bewege dich noch bei dir, oder? Was? Du bewegst dich ja. Ich meine nicht, dass der Server gerade irgendwie abgeschmiert ist, weil Nee, irgendwie nichts nee. passiert. Noch. Nee, nee, es geht noch alles. Du bewegst Achso, dich, ich alles wunderte bewegt mich sich. gerade Eins irgendwie. ist noch rot, jetzt ist noch grün. Der Bildschirm ist grün. Status Ja, aber online. warum er fährt irgendwie nicht hoch? Oh Was mein passiert Gott. hier? Ach, hey, warte mal, das Zeug ist ja raus. Ach, warte. Hey, wer hat das denn gemacht? Däumen bestimmt. Nee, hä? Ich verstehe. Nee, warte mal, gerade verstehe Boah, ich die das ist ja Welt voll nicht mehr. ätzend mit eurer blöden Road. Da kannst du überhaupt nicht machen. Du bockst ja. Ach, ich habe alles rausgezapft. Ja, also, wenn du bauen musst, ist es echt nervig. Das habe ich an dir auch schon tausendmal gesagt. Ich habe ganz vergessen, ich hatte den ganzen Brennstoff rausgenommen. Ach so, ne, ist ja Du kannst auch das egal. einfach rein und rausfüllen. Aber warte, Aber jetzt mache ich ihn kurz an. was ich mache. Boah, Es ist echt das ist anstrengend, wenn man richtig. da daneben steht. Ah, So. voll cool. Current Fuel Station, Status. Okay, was ist das? So. Casing Heat. Aha. Und wenn er ganz oben ist, geht er kaputt. Ach Nee, so. der kann gar nicht Es explodieren. gibt zwei Schwellwerte, war, auf denen du dich bewegen musst. Oder war das nicht so? Wo es am besten Energie herstellt oder verbraucht? Ja, also du willst möglichst wenig verbrauchen, Ja, ne? genau. Also Fuel Burn-up und möglichst viel produzieren. Genau. Und halt von der Kühlflüssigkeit ist das abhängig, wie viel produziert wird, wie viel verbraucht wird. Ja. Und dann kannst du den hier langsamer machen, indem du hier oben diese Steuerungseinheiten reinschiebst, Ach also die so. Control-Rods. Also ich habe nur, ich weiß nicht, ob das, ich glaube doch, das war hier. Es gab zwei Schwellwerte irgendwo bei 800 Grad und dann später nochmal gab es einen anderen Wert, wo er auch sehr produktiv ist. Und das muss man irgendwie ausloten, je nachdem, wie man seinen Reaktor gebaut hat. Also ich meine, bei dem auf jeden Fall kann der so nicht explodieren, habe ich so verstanden. Aber pass Und auf, jetzt eine Frage. Das habe ich gesehen, als ich mir das mal angeguckt habe in einem Tutorial. Ihr könnt damit ja auch Steam herstellen, oder? Also. na, mit der das ist ja ein passiv gekühlter, glaube ich, ja, passiv gekühlter. Und dann bei den aktiv gekühlten ist das mit Und Steam. dann mit so einer riesengroßen Turbine und so. Ja, Das sieht also das so, ist so cool natürlich. aus. Das ist dann auch so ein riesengroßer Block und dann dreht sich das auch alles und sowas. Das sieht richtig, richtig Also ich cool weiß aus. jetzt, es gibt so verschiedene. Es gibt ja auch noch dieses Reaktorkraft, da ist das auch übelst krass. Ja, also ich. Das ist jetzt. Was ist Das das? ist Big Big Reactors. Reactors. Und. Alles so Ja, kompliziert. irgendwie cool, wie echt abgespaced. So, erstmal wieder Okay, ausmachen. krass. Krass, krass, krass. Und was habt ihr für Maschinen, die überhaupt konsumieren noch nicht ansatzweise genug? Nee, Aber nicht welche, wirklich. warte mal, du hast doch gesagt, diese komische Superquery, was wollte das? Ender Query, die verbraucht dann Redstone Flux oder wie? Ich glaube, das ging mit Redstone Flux. Warte mal Ihr kurz. habt zwei Kann man kurz Essenceberry eingeben? Bushes. Query. Doch, ich meine, die ging mit Dings. Ich muss mal gucken, wie viel Enderperlen wir dafür überhaupt brauchen. Eine Menge Tomate, bestimmt. Tomate. Ah, hier kommt eure Energie her. Ach. Aha. Ist hier rot? Das ist ja lustig. Redstone. Genau, unten die Boxen, ne? Da siehst du ja auch, wie voll die sind. Und was ist das für eine andere Schale? Network Cable. Wozu ist das? Ach, Computer. Ja. Nein, das Ah. ist der Punkt. In dieser aktuellen Version ist Big Reactors zu aktuell und Computerkraft zu unaktuell. Eigentlich könnte ich jetzt ein richtig, richtig geiles Programm schreiben, wo ich gucke, ist der Energiebuffer vom Reaktor fast voll, Reaktor abschalten. Ah, das Aber ist ja leider funktioniert das in der aktuellen super Version nicht, sonst hätte ich das locker gemacht. Das wäre so geil cool. Ja, gewesen. Mann. Advanced Computer, Wired Aber vielleicht Modem. gibt es ja irgendwie früher oder später ein Update und dann kann ich das machen. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Jetzt könnte ich das mit RedNet machen, aber das ist, glaube ich, ziemlich Also eure, kompliziert. warte mal, wie viele Millionen sind denn das? 10 Millionen? Ihr habt Ja, aber es 40 halt. Millionen gespeichert, 40 Millionen Redstone Flux. Genau.
Das aber irgendwie 40 RF sind ein EU oder irgend so was komisches. Ach so. Warte mal. Hier oben kann man es ja ausrechnen. Warte. Ja, gerade läuft natürlich nicht. Ach, hier sind die Consumer. Ach so, ja. Hast du so ein Ranch? Ich kann es nicht abbauen. Nee, ich habe sowas gar nicht. Warum auch? Das stimmt. Ja, ja, ist das egal. Das stimmt also irgendwie mal, wenn es nicht geladen ist, glaube ich. Circa 40 oder wie? Ja, ich weiß nicht ganz sicher. Also natürlich ist das jetzt weniger als EU, aber auf jeden Fall produziert der Reaktor schon eine ganze Menge. Fett, fett, fett. Also das sieht schon mal sehr, sehr, sehr cool aus. Und das hier oben in Redstone Furnace. Achso, und du fragtest ja, was das für Steine sind. Das sind irgendwelche, auch von Railcraft, irgendwelche Blöcke, die Andi mit Zombiefleisch rot einfärbt. Ach so, die Wand jetzt, oder was? Ja, ja, genau, weil du es vorhin gefragt hattest. Bloodstained Block. Und der Furnace, ja, ach, ihr habt auch einen Pulverizer doch hier, genau. Yellowrite Dust. Ach so, dann vermehrt ihr das Zeug auch noch gleich, oder wie? Ja, klar, also das wird auch pulverisiert, ne? Wie und dann benutzt ihr das, aha, cool, cool, cool. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Generator. Okay, ziemlich cool. Vielen Dank für die Unterstützung bei meinem kleinen Steve's Card. Generator-Gedöns hier, Feldmacherei. Sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Wir machen das wahrscheinlich mal wieder. Oder ich mache das mal bei euch, oder was ist ich. Ist ja immer ganz schön, mal so zusammen was aufzunehmen und sich zusammen so irgendwie zu ergänzen. Das haben wir jetzt auch zusammen wieder festgestellt, wie geil das Projekt eigentlich ist. Wie cool das ist, dass wir... Eigenlob. Ja, ich muss es einfach sagen. Aber macht auf jeden Fall wieder sau viel Spaß. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Goodie, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, schaut mal bei den Porkies vorbei. Achso, jetzt habt ihr ja voll krasse Spoiler, wenn ich euch jetzt hier schon alles gezeigt habe und so. Naja. Also ein bisschen. Aber den Reaktor, der lief halt nur noch nicht. Ja. Da. Okay. Ach, wie auch immer. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Peace. Ciao.